Halleluja. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Amen. Amen. Halleluja. Danke für den Lobpreis, für die Anbetung. Und jetzt versuchen wir vom Himmel noch mal kurz auf Erden zu kommen, damit wir wieder in himmlische Atmosphäre später hineinsteigen werden. Okay? So, schön, dass du da bist. Schön, dass wir diesen Sonntag zusammen verbringen. Und ich möchte die Serie heute beenden. Ich habe angefangen, über den Geist der Rebellion zu reden. Und das ist jetzt der dritte Sonntag und das ist der letzte Sonntag. So, wir werden heute uns in einem Kapitel bewegen und das ist 4. Mose Kapitel 17. 4. Mose Kapitel 17 und 4. Mose Kapitel 20. 4. Mose Kapitel 16. 4. Mose 16, genau, 16 und dann 4. Mose 20. So, wir haben verstanden, was der Geist der Rebellion tut, was er tut oder was er macht. Und wir haben verstanden, dass der Geist der Rebellion aufsteht gegen Gottes Willen, aufsteht gegen Gottes Wort. Er stellt Gottes Wort in Frage. Und eines der Dinge, die absolut wichtig sind, Gott muss nicht nach unseren Gefühlen handeln, sondern Gott handelt immer nach seinem Wort. Und deswegen sagt die Bibel in Hebräer 4, dass sein Wort ein zweischneidiges Schwert ist und es ist ein Richter der Gedanken und ein Richter der Gesinnung. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes uns anschauen, richtet es uns. Ja, das, was die Welt sagt, nobody can judge me. Aber was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes richtet dich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gemeinde in dieser Zeit, wo der Rebellion, der rebellische Geist so stark wirkt, Gemeinden platt macht, Christen platt macht, weil Kompromisse gemacht werden. Weil man so sein möchte wie die Welt in mancherlei Dingen, weil man sich anpassen möchte. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben andere Maßstäbe und das ist Gottes Wort. Und die Gemeinde, die in dieser Zeit, in dieser Endzeit bestehen wird, ist die Gemeinde, die keine Kompromisse macht. Und wenn Kompromisse gemacht worden sind, beruft uns Gott, wieder uns mit Gott zu vereinen und zu versöhnen. Denn die Bibel sagt, es ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Das bedeutet, in Christus überwindest du den Geist der Rebellion, der in dieser Welt ist. Aber es ist dein Glaube, der ihn überwindet. Amen. Ich lese mit euch 4. Mose 16, 1 bis 3. Die Bibel sagt, und Korah, der Sohn Jitzhas, der Sohn des Kahats, der Sohn des Levis, nahm mit sich Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens, und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israel. Vorstehern der Gemeinde, Berufene der Versammlung, angesehene Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihm, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde sind alle heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? So, wir fangen an mit der Person von Korah. Korah ist vielleicht nicht ein bekannter Name für dich in der Bibel, aber hier fängt etwas an durch Korah. Korah hat Einfluss über Datan und über Abiram. Aber alles, was hier anfängt, fängt mit Korah an. Und dieser Einfluss multipliziert sich von 2 auf 250 Menschen. So, und was war der Einfluss? Der Einfluss war, dass sie alle gegen Mose aufgestanden waren. Aber lasst uns ein Stück weit wieder nachdenken. In 4. Mose 14
hatte Korah die Möglichkeit gesehen, wie Gott mit Menschen umgeht, die in einem rebellischen Geist zu Unrecht Moses angreifen. Und wir wissen, Miriam, was ist passiert? Sie hat den Aussatz bekommen. Gott hat sie gerichtet. Moses betete, sie wurde wiederhergestellt. Aber Korah war zu dieser Zeit da. Und eines der Dinge, die eigentlich passieren sollten, dass wir aus vergangenen Ereignissen lernen sollten. Das bedeutet, wenn vergangene Dinge passiert sind, sind sie nicht berufen, wieder zu passieren. Umso mehr vergangene Dinge sich immer wiederholen, umso mehr zerstören sie uns. Korah müsste verstehen in diesem Augenblick, das ist mit Miriam passiert, aber das sollte nicht mit mir passieren. Und eines der Dinge, die absolut wichtig ist, du kannst etwas erkennen. Du kannst erkennen, dass etwas falsch ist. Und das tun wir sehr oft. Über vergangene Dinge weißt du, dass sie nicht richtig waren. Das tun wir sehr oft. Aber Erkenntnis ohne Entscheidung wird dir nicht helfen. Du kannst Erkenntnisse haben und du weißt, was falsch ist, was schlecht ist. Und er hatte diese Erkenntnis über Miriam und wusste, was schlecht ist. Aber das Problem von Korah, dass er Erkenntnis hatte, aber sich nie entschieden hat. Und weil er sich nie entschieden hat, nicht in den Fußstapfen von Miriam zu wandeln, ist er genauso gefallen wie Miriam. Es müssen radikale Entscheidungen geben, um vergangene Dinge nicht zu wiederholen. Vergangene Dinge sind wie so Lebensbegleiter. Es sind Dinge, die man immer wieder gesehen hat, immer wieder erlebt hat. Das hat auch nicht nur mit Miriam angefangen, aber sie haben so viele Beispiele gehabt, wo vergangene schlechte Dinge passiert sind. Wisst ihr, manchmal spricht Gott zu dir durch Dinge, die du siehst. Du bist vielleicht nicht die Person, die daran direkt betroffen war, aber aufgrund der Dinge, die du siehst, spricht Gott zu dir. Und wenn Gott zu dir spricht, möchte Gott, dass nicht diese Dinge in deinem Leben kommen. Aber manchmal sind wir leichtfertig und denken, ja, diese Sachen werden nicht kommen. Aber warum wiederholen sie sich? Weil wir nicht radikal genug sind. Die Erkenntnis ist gut, aber die Entscheidung in der Erkenntnis ist besser. Zu sagen, ich habe nicht nur Miriam gesehen, sondern ich habe einen Moses gesehen. Moses war sanftmütig und demütig. Das bedeutet, Korah war nicht in diesem Kontext, in der Situation, aber er konnte von einem Moses lernen. Gott zeigte ihm, wie er sich zu benehmen hatte. Aber er ließ sich von dem rebellischen Geist beeinflussen, weil er seinen Blickwinkel oder weil er sich wiederum nur auf Miriam fokussierte und nie eine Entscheidung getroffen hatte. Ich möchte nicht in den Fußstapfen von Miriam wandeln. Ich möchte nicht in den Fußstapfen von denen wandeln, die gefallen sind, die in der Wüste gestorben sind. Wisst ihr, wir haben so viele Vorbilder oder so viele Leute, die wir sehen in der Welt, die heute Christ sind und morgen nicht mehr Christ sind, die heute predigen und dann Dinge tun in der Welt, von denen du sagst, das hätte ich niemals gedacht. Aber diese Dinge passieren, weil der Geist der Rebellion in dieser Zeit wirksamer ist als je zuvor. Genauso wie wir wissen, dass die letzte Ernte eingenommen wird, weiß der Feind genauso, dass auch die letzte Ernte in die Hölle gehen soll. Die Bibel sagt, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er ist sich bewusst, dass er wenig Zeit hat. Deswegen bringt er diesen rebellischen Geist der Zerstörung, der Einfluss nehmen soll. Korah. Du bist berufen, eine andere Entscheidung zu treffen. Er hat einen negativen Einfluss, aber er hat sich nicht dafür entschieden. Wirst du, wenn du dich nicht entscheidest in der Erkenntnis, die Gott dir gibt, zerstörst du nicht nur dich, sondern du zerstörst auch andere. Denn du kannst nur geben, was du hast. Du kannst nur vermitteln, was du hast. Wenn eine Saat der Zerstörung, der Rebellion in dir ist, wirst du auch es weitergeben, ob du willst oder nicht, weil es in dir ist. Wir sind nicht nur Menschen von Seele,
von Körper, aber wir sind geistliche Wesen. Unser Geist kommuniziert. Wenn du etwas an dir hast, was nicht okay ist, geistlich hat es einen Einfluss. Deswegen sagt auch die Bibel, wir sollen nicht so schnell die Hände auflegen, weil wir uns geistlich mit Menschen eins machen. Es gibt einen Transfer, es gibt etwas, was vermittelt wird im Geist. Und wir müssen aufpassen über die Dinge, die reinkommen. Korah hatte nicht aufgepasst. Er hat sich nicht gegen entschieden. Deswegen spricht die Bibel, er nahm mit sich Datan und Abiram. Datan und Abiram sind eigentlich Leute, die nicht einen direkten Bezug haben zu der Situation. Korah hat ein Problem. Aber das Problem von Korah, was nicht bereinigt worden ist, beeinflusst Abiram und Datan. Zwei andere Leute, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun haben, werden von Korah beeinflusst. Und die Bibel sagt hier, er nahm sie mit. Wohin nahm er sie mit? Weißt du, dass Menschen dich manchmal irgendwo hinnehmen können, ohne dass du weißt, wo du hingehst? Ist es nicht manchmal so, dass du erst nach einer Zeit verstehst, warum bin ich diesen Weg gegangen? Ist es nicht so, dass du erst nach einer Zeit verstehst, warum bin ich gerade hier, wo ich gerade bin? Warum ist das gerade so, wie es gerade ist? Das bedeutet, das Mitnehmen ist so wie eine Blase, in der man steckt, in der man nicht erkennen kann, dass dieser Einfluss, der reingekommen ist, vom Feind ist, sondern man ist da und man erkennt es und man sieht es nicht, sondern man geht Wege und man tut auf einmal Dinge, die man vorher nicht getan hat. Was war die Intention von Korah? Korah war es, gegen Moses zu sprechen. Aber soll er doch bitte alleine hingehen? Aber warum geht er nicht alleine zu Moses? Sondern statt zu Moses zu gehen, manipuliert er und hat er Einfluss über Datan und Abiram. Es ist auch eine Form von Zauberei. Manipulation. Wenn man da ist und wenn man Leute verstrickt, ohne dir zu sagen, wo, was man wirklich möchte, aber nach einer Zeit verstehst du, hey, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gar nicht diese Entscheidung. Ich wollte gar nicht dahin, wo ich bin. Deswegen ist es wirklich wichtig, aufzupassen, dass du nicht wirst, was du nicht bist. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir zu Menschen, die wir eigentlich nicht sind. Nicht, weil wir diese Menschen sind, sondern es gibt einen Einfluss, der deinen Charakter verändert hat. Es gibt einen Einfluss, der deine Identität verändert hat. Es gibt Umstände, die deine innere Persönlichkeit verändert haben. Abiram und Datan hatten kein Problem in erster Linie direkt mit Moses. Aber dieser Virus kam von Korah auf diese zwei, so dass sie auf einmal in einem Strom mitgezogen worden sind und auf einmal in einem Aufstand gegen Moses. Wisst ihr, sie waren nicht nur zu zweit. Die Bibel sagt, 250 Leute. Der Rebellion, der Geist der Rebellion packt Menschen, die in einer Phase vielleicht blind sind und nicht erkennen, wer gerade um dich herum ist, wer gerade als Kontaktperson ist, wer deine Freunde sind, wer dein Umkreis ist. Du musst offene Augen haben, um nicht in eine Richtung gezogen zu werden, die dich führen, Dinge zu tun, die du nicht eigentlich tun würdest. Sie wurden in eine Richtung gezogen, jetzt gegen Moses zu rebellieren. Manchmal werden wir in eine Richtung gezogen, indem wir anfangen zu lügen. Manchmal werden wir in eine Richtung gezogen, indem es normal wird, Leute auszutricksen. Manchmal gehen wir in eine Richtung, wo es normal ist, zornig zu sein, mit Gewalt zu antworten. Manchmal gehen wir in eine Richtung, wo es normal ist, vor der Ehe Sex zu haben. Manchmal gehen wir in eine Richtung, wo es normal ist, in Ehebruch zu gehen. Es ist nicht etwas, was direkt anfängt, aber es ist etwas, was sich einschleicht. Es ist etwas, was sich mitnimmt und du siehst in deine Handlungen, das bist du nicht mehr.
weil etwas anderes reingekommen ist. Abiram und Datan, was ist in dein Leben reingekommen? Auch hier hätten sie aufpassen sollen, dass sie kein Problem in erster Linie mit Mose, aber dass Korah das Problem ist. Aber sie konnten in dem Sinn nicht unterscheiden, was passiert. Und was dann passiert, ist, dass die Bibel über diese Person etwas sagt. Was waren das für Menschen? Es waren Vorsteher, es waren Leute, die berufen waren, und das waren angesehene Männer. So, versteht, der Geist der Rebellion, der durch Korah kam, hat ganz strategisch besondere Leute ausgewählt. Leute, die angesehen waren, die berufen waren und die Vorsteher waren. Das bedeutet, diese Leute waren schon in ihrer Berufung gefestigt. Sie waren eigentlich schon in der Position, in die Gott sie gestellt hatte. Sie hatten eigentlich kein wahres Problem. Aber was tut der Geist der Rebellion? Er setzt den Fokus nicht mehr auf die Berufung, sondern er setzt das Problem auf das Problem. Er setzt den Fokus auf Probleme, auf unnötige Dinge, die eigentlich dir jetzt Kraft rauben, die dir jetzt in dem Sinn so viel Kraft rauben, dass du dich nicht mehr auf deine Berufung fokussieren kannst. Er kommt und er reißt sie raus aus ihrer Berufung, er reißt sie raus aus ihrer Position. Sie sehen nicht mehr ihre Berufung, wie sie Gott dient. Sie träumen nicht mehr danach. Sie haben dieses Feuer nicht mehr. Etwas hat sie verlassen. Jetzt, was sie am meisten beschäftigt, ist Moses, ist dieser Mensch, ist diese Situation. Und es ist eine Form der Ablenkung, die reinkommt, um uns rauszuziehen von dem, was wir eigentlich sind. Wir gehören nicht zu den Menschen, die gegen andere lästern. Wir gehören nicht zu diesen Leuten, die gegen andere aufstehen. Wir haben nicht die Zeit dafür. Wir haben nur einen Feind. Wir haben nur eine Mission, rauszugehen und aus allen Nationen Jünger zu machen. Aber wenn dieser Fokus geklaut wird, dann bedeutet es, dass der Geist der Rebellion gekommen ist, um etwas wegzutun, um die Perspektive zu verändern. Dein Gesprächsthema sind nur noch andere Menschen. Dein Gesprächsthema hat nicht mehr den richtigen Fokus, weil der Einfluss von Korah reingekommen ist. Korah und der falsche Einfluss. Er kommt strategisch auf Menschen, die eigentlich schon verstanden haben, worum es geht. Und er kommt, um sie anzugreifen. Er kommt, um sie zu schwächen. Er kommt, um sie platt zu machen. Weil er weiß, wenn er strategisch gewisse Leute platt gemacht hat, dann ist kein Einfluss mehr da. Erinnere dich über deine Berufung. Erinnere dich über die Position, die geistliche Position, die er dir gegeben hat. Vielleicht haben wir sie ein bisschen vergessen. Und ich möchte dir sagen, die Berufung und die Position ist nicht abhängig von den Umständen, sondern sie ist jeden Tag da. Jeder Tag zählt, jede Sekunde zählt, jede Minute zählt, jede Zeit zählt. Die Bibel sagt, kauf die Zeit aus. Denn die Zeit ist böse. Kauf die Zeit aus. Denn die Zeit ist eine Gabe Gottes, die dir gegeben ist. Gut die Zeit zu managen. Aber der Einfluss von Korah ist reingekommen. Wisst ihr, dieses Nehmen sehen wir auch bei Jesus. Jesus ist fokussiert in der Wüste auf seinem Dienst. Er bereitet sich vor. Er ist kurz davor, in den Dienst einzusteigen. Es ist wie eine Übergangszeit. Aber was sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 4, Vers 5 und 8? Darauf nah oder nimmt ihn der Teufel mit sich. Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel. Das bedeutet, genauso wie Korah gekommen ist, um sie aufzunehmen, um sie in eine falsche Richtung zu bringen, ist Satan persönlich gekommen und sagte, hier, ich nehme dich in eine andere Richtung. Und was war die Richtung, die er zu Jesus gesagt hatte, wenn er das bei Jesus gemacht hat? Den Sohn Gottes, den lebendigen Gott, Sohn Gottes, Gott selbst. Und wie viel mehr wird er in Person vor dir kommen, um dich auf falschen Wege zu verführen? Und er sagte, bete mich an, dass er ihn anbetet, dass er in dem Sinn Kompromisse tut, dass er Dinge tut,
dich nicht berufen, es zu tun. Aber Jesus setzte den Fokus auf seine Berufung. Und er sagte sich, ich lasse mich durch nichts ablenken. Selbst wenn Satan in der Person kommt, selbst wenn er mit seiner ganzen Armee kommt, es gibt nichts, was mich diesen Fokus entnehmen wird, weil ich weiß, wofür ich auf die Erde gekommen ist. Deswegen konnte Johannes der Täufer sagen, siehe, das ist das Lamm Gottes, das gekommen ist, um der Sünden der Menschheit zu tragen. Er konnte es sagen im Geist, ohne dass er wusste, durch was Jesus ging. Und ich glaubte, in diesen Augenblick war es wiederum eine Bestätigung des Fokus von Jesus. Warum ist er da? Warum lebt er? Warum existiert er? Warum ist er da? Die Berufung war vor Augen. Und wenn die Berufung nicht vor Augen ist, kommt Korah mit seinem Einfluss. Aber wisst ihr, es ist interessant, dass dieses Wort nicht nur im Negativen gebraucht wird. Aber das Wort ist das Wort, was auch Jesus mit seinen Jüngern getan hat. Wenn du Matthäus Kapitel 17 liest, heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Was tat Jesus? Er nahm Petrus mit, er nahm Jakobus mit und er nahm in dem Sinne Johannes. So, er nahm diese mit. Und wohin nahm er sie? Auf den Berg. So, als Satan kam, nahm er Jesus wohin? Auf den Berg. Jetzt musst du unterscheiden, wer dich für mitnimmt. Ist es Satan, der Geist der Rebellion, oder ist es der Geist Gottes, der dich auf den Berg bringt? So, wenn er dich auf den Berg bringt, Satan, dann führt er dich in eine komplette Ablenkung. Er führt dich in die Zerstörung. Er führt, dass du anfängst, falsche Dinge anzubeten, falsche Prioritäten zu haben. Wenn Jesus dich aber durch Brüder oder Schwester auf dem Berg wieder führt, dann ist es, weil er dich dort begegnen möchte. Weil er auf dem Berg eine neue Begegnung mit dir haben möchte. Wenn Jesus dich mitnimmt, sie sind hochgegangen. Sie sind nicht rebellisch gewesen, sondern sie sind hochgegangen auf den Berg. Und als sie auf dem Berg waren, haben sie die Verklärung Jesus gesehen. Sie haben Jesus in einer Form gesehen, in der sie niemals Jesus gesehen hatten. Jesus leuchtete unter ihnen. Jesus war als König der Könige, der Herr der Herren. Sie bekamen eine neue Offenbarung über Jesus und haben Dinge gesehen, die sie unten niemals gesehen hatten. Wenn der Herr dich auf den Berg führt, gehe, sage nicht, dass ich müde bin. Sage nicht, dass ich nicht mehr kann. Sage nicht, dass ich so viele Kämpfe habe. Weil wenn du aufstehst und wenn du auf den Berg gehst, wirst du eine neue Begegnung, eine neue Offenbarung von Jesus haben. Und du wirst Jesus in Schönheit, in seiner Größe erkennen, wie du es vorher nicht erkannt hast. Halleluja. Das ist das, was Jesus mit dir machen möchte. Auf welchen Berg gehst du? Auf welchen Berg bist du verführt? Und Jesus sagt, ich führe meine Gemeinde auf den Berg. Ich führe meine Tochter auf den Berg. Ich führe meine Kinder auf den Berg, weil ich möchte, dass du eine neue Offenbarung meiner selbst bekommst. Schaue nicht auf die Umstände, schaue nicht um die Dinge, die um dich herum sind, sondern schaue auf Jesus. Deswegen sagt die Bibel, ich erhebe meine Augen zum Himmel, woher kommt mir Hilfe? Hilfe kommt vom Herrn. Deine Hilfe kommt alleine vom Herrn. Du wirst den Geist der Rebellion nur mit dem Herrn überwinden. Du wirst die Vergangenheit nur mit dem Herrn überwinden. Auf dem Berg mit Christus bist du an dem besten Platz der Welt. Mit dem Platz bist du auf dem besten Platz der Welt. Jesus, lade dich auf seinem Berg ein. Entscheide dich, mit Jesus zu gehen. Der Geist von Korah hatte ein Problem mit Moses. Aber was er zerstört, ist die Berufung von 250 Menschen.
sehen, wie strategisch der Feind ist. Ein Problem zerstört das Leben von 250, die sich verlaufen. Versteht ihr, wie wichtig unser innerer Zustand ist? Es ist ein Zustand, den wir sehr oft vernachlässigen, wo wir uns nicht bewusst sind, dass unser Zustand Zerstörung weitergibt oder Segen weitergibt. Wenn dein Zustand rein ist, wenn dein Zustand gut ist, produzierst du Leben. Du gibst Menschen Leben um dich herum. Vielleicht bist du nicht die fröhlichste Person in diesem Augenblick, aber weil dein Zustand gut ist, kommunizierst du so viel Freude und so viele andere Menschen freuen sich, weil du in einem reinen Zustand gekommen bist. Es ist so viel Segen, dem man nicht mal so bewusst ist. Wir sehen nicht immer alles. Wir müssen auch nicht alles sehen. Denn wir wissen, dass Gott letztlich der ist, der wird. Es gibt andere Dinge, die wir im Himmel wissen werden. Es gibt andere Dinge, die wir hier wissen werden. Wenn du einen guten, einen reinen Zustand hast, produzierst du Leben. Produzierst du Leben. Du kannst zerbrochen sein, aber dein Zustand ist rein. Du kannst gedemütigt sein, aber dein Zustand ist rein. Du kannst Schmerzen haben, aber dein Zustand ist rein. Und wenn dein reiner Zustand, wenn dein Zustand rein ist, kann Gott durch dich fließen. Kann Gott durch dich arbeiten. Und es ist einfach, dass Gott sich verherrlicht. Halleluja. Eines der für mich so Wunder, die ich erlebt hatte, als ich in Albanien war. Eines der Dinge, die ich hier betone, ist der innere Zustand. Es war eine Veranstaltung, wir haben so circa, manchmal ging die Veranstaltung, ich weiß nicht, 8 Stunden, 9 Stunden. Genau, du betest und betest und betest und es geht weiter und weiter und weiter. So, irgendwann mal, egal wie sportlich man ist, sagt der Körper, na dann fertig. So, du kannst nicht mehr, du bist müde, du bist erschöpft. Und eigentlich so war es so der beste Moment, jetzt eigentlich wegzugehen. Wo ich so gedacht habe, okay, preis den Herrn, wenn du weiter hier stehst, wird es weitergehen. So, jetzt momentan sehe ich niemanden, okay, ich gehe. Und als ich gehen wollte, eigentlich so im Herzen, ne, die Sprache des Herzens, und kam dann eine Frau. Und die Frau kam und sagte, Herr Pastor, bete nochmal für mich. Da habe ich mir gedacht, wenn sie nur wüsste, was nochmal für dich zu beten? So, manchmal muss man nicht alles aussprechen, aber Gott sieht das. Sag nochmal beten. Und dann erzählte sie mir von irgendeinem Problem, von Knochen, die irgendwie, irgendwie so ein Knochenproblem. Sie hat Knochen, die Schmerzen haben und so weiter und so fort. Und eigentlich so, manchmal, wenn du dir Fälle anhörst, sagst du dir, ich bin kein Arzt, aber Gott ist derjenige, der alles kennt. Er ist der Arzt. Und ich war müde. Müde, wirklich müde. Aber mein Herz, ich musste mit meinem Herzen kämpfen, dass mein Herz rein bleibt. Weil wenn wir nicht aufpassen, kann unser Herz sich verschieben in eine andere, weil du müde bist. Weil du selber vielleicht Probleme hast. Aber als die Frau da kam, habe ich trotzdem gebetet. Glaub mir, ich hab meine Hand aufgelegt, hab einmal gebetet, Herr und so weiter. Wirke im Namen Jesus. Kein langes Gebet, kein großer Glaube. Und danach war sie da. Und auf einmal ist sie da und bewegt sich und ist voller Freude. So, und dann denke ich mir, ich habe auch gar keine Salbung oder irgendwas gespürt, da ich so sage, boah, jetzt wirkt Gott gerade. So, aber das war nicht notwendig, weil es immer Gott ist, der wirkt. Wir brauchen nicht Gott zu helfen. Wir brauchen nur bereit zu sein. Wenn wir bereit sind, kann Gott alles machen. Wir denken, wenn wir geistlich fit sind, ja, jetzt ist der Moment. In meisten Dingen denken wir eigentlich, Gott zu helfen, weil ich mich jetzt fit fühle. Aber wenn du dich müde und schwach fühlst, kann Gott genauso wirken. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Sie sagte, in dem Gebet verspürte sie,
Sie sagte, die Schmerzen sind nicht mehr da, aber sie verspürte, als würde ihre Knochen wachsen. Als würde es ein Wachstum innerhalb ihrer Knochen gegeben haben. Ich habe diesen Wachstum jetzt nicht so schnell gesehen, aber sie sprach von einem Wachstum und ich sagte, wow, Gott ist der Chirurge. Er ist derjenige, der alles tun kann in Momenten deiner größten Schwäche, deiner größten Müdigkeit. Deswegen ist es absolut wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Müdigkeit, dass alles, was wir gerade durchgehen, nur eine Ausrede sein kann. Aber wenn wir bereit sind, kann Gott deine Schwäche gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Deswegen sagt die Bibel, dass der Schwache sage, dass er stark ist. Dass der Schwache sage, dass er... Ich weiß nicht, ob du überzeugt bist. Dass der Schwache sage, dass er... Dass der Schwache sage, dass er... Dass der Arme sage, dass er... Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Fühlst du dich reich? Fühlst du dich stark? Nein. Aber Jesus in dir ist stark. Jesus in dir ist reich. Und selbst wenn du gerade keine Finanzen hast, trotzdem bist du reich in Christus. Du hast einen Reichtum in Christus, der mit nichts zu bezahlen ist, nur mit dem Blut von Jesus. Die Bibel sagt, wir wurden nicht durch Silber, weder durch Gold erkauft, aber von dem kostbaren Blut von Jesus. Halleluja. Das ist der Zustand, in dem du eigentlich berufen bist zu sein. Sage zu dir, meine Berufung wird nicht begraben. Meine Berufung wird nicht begraben. Ich erlaube nicht, dass meine Berufung begraben wird. Ich stehe auf im Namen Jesus. Meine Berufung steht auf im Namen Jesus. Meine Gaben stehen auf im Namen Jesus. Die Liebe, die Begeisterung steht auf im Namen Jesus. Der Feind kann dich nicht nehmen, sondern Jesus nimmt dich auf den Berg. Jesus nimmt dich auf den Berg. Jesus nimmt dich auf den Berg. Moses ergrimmte sehr. Und Vers 19 heißt es, hier heißt es nicht mehr 250, aber hier kommt die Wurzel des Problems. Und Korah versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Die Wurzel deines Problems soll erkannt werden. Kämpfe nicht einfach, um zu kämpfen, sondern kämpfe, um den Korah in deinem Leben zu erkennen. Wenn du Korah in deinem Leben erkennst, wirst du keine falschen Kämpfe mehr kämpfen. Wenn du Korah in deinem Leben erlebst, wirst du nicht den Kampf, unnötige Kämpfe in deinem Leben erleben, weil du verstanden hast, dass der Einfluss von Korah gekommen ist. Und in Vers 21 heißt es, sondert euch ab von dieser Gemeinde, dass ich sie in einem Augenblick vertilge. Schaut, was Gott tut. Korah ist der Ursprung. Und alle, die sich beeinflussen lassen haben. Und Gott sagt, ich möchte das wegnehmen. Ich möchte mit denen arbeiten, die es wollen. Ich möchte mit denen arbeiten, die bereit sind. Ich möchte mit denen arbeiten, die ehrlich sind. Ich möchte mit denen arbeiten, die mich als ihren Vater anerkennen, die mich als ihren Vater sehen. Ich möchte mit denen arbeiten, die nach mir schreien, die sich nach mir verlangen. So, sondert euch ab. Es ist nicht Moses, der die Sache regelt, sondern es ist Gott, der die Sachen regelt. Und Gott ist es, der den Korah zur Seite tut. Wenn wir erlauben, dass Gott mit uns arbeitet, kann Gott Wunder tun. Gott kann Wunder tun. Gott kann Dinge beseitigen, die ein Stolperstein über lange Zeit war. Gott kann Dinge überwinden, die einen schlechten Einfluss über dich hatten. Der Einfluss von Korah
wird überwunden. Amen. Wir kommen zum Schluss der Geschichte. Eigentlich ist Moses der große Held. Es ist nicht Moses, der bis hierhin alle Prüfungen gemeistert hat. Jedes Mal wurde er angegriffen. Jedes Mal wurde er gedemütigt. Jedes Mal. Und als Mensch würden wir sagen, Moses war ein großes Vorbild für uns. Weil er hat das alles erduldet. Weil er sanftmütig war und mit Gott wandelte. Aber hier gibt uns die Bibel eine ganz wichtige Lektion. Moses war nicht Gott, sondern Moses war immer noch ein Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weil wir Menschen sind, egal wie viel Widerstand du geleistet hast und wie gut deine Sprache immer war, wie gut deine Haltung immer war, es gibt mindestens einen Tag, an dem du fallen wirst. Es gibt mindestens einen Tag, an dem du schwach bist. Es gibt mindestens einen Tag, wo du falsch handelst. Und das ist das, was wir hier im Leben von Moses sehen. Was passiert hier? Das Volk ist wieder da und fängt an zu hadern, sich zu beschweren. Aber das sind alles Sachen, die er schon kannte. Es sind Dinge, die er schon gesehen hatte. Gott sagte zu ihm, hör zu, ich zeige dir, wie du mit dieser Situation umgehen wirst. Und er sagte zu ihm, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Fels vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihn geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und jetzt heißt es, und der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist der Haderwasser, wo die Kinder Israel mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. So, wir müssen diese Stelle gut verstehen. Wenn wir die Stelle falsch verstehen, werden wir sie falsch interpretieren. Oh, weil ich einen Fehler gemacht habe, werde ich nicht mehr die Verheißung sehen. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Es gibt etwas, was wir verstehen müssen. Moses war das größte Vorbild, aber auch er ist gefallen, weil er sich falsch benommen hatte. Gott nicht heiligte oder ehrte, wie Gott es vorhatte. Und ich glaube an dieser Stelle, dass Moses bis hierhin eines der größten Aufgaben gemeistert hat, die man überhaupt machen kann. Moses hat Dinge erlebt, von der man rückblickend sagen kann, er hat das Größte, die größte Weltmacht. Er hat Gottes Kraft demonstriert vor der größten Weltmacht. Gebe es News, gebe es CNN zu dieser Zeit, glaube ich, dass er vielleicht eines der renommiertesten Personen sein würde, zu wissen, dass die größte Weltmacht vor dem lebendigen Gott sich beugen muss, in all ihrer Gewalt der Finsternis. Er hat die 10 Plagen erlebt. Er hat Wunder über Wunder erlebt. Aber im Leben ist man nicht berufen, alles alleine zu erleben. Egal wie viel du tust, irgendwann mal kommt immer der Punkt, wo Gott sagt, jetzt möchte ich jemand anders gebrauchen. Jetzt möchte ich jemand anders nutzen. Deswegen ist diese Demut absolut wichtig.
wichtig. Egal wie viel du erlebt hast, egal wie viel du tust, Gott ist nicht abhängig von dir. Sondern Gott hat immer jemanden, der vorbereitet ist, um etwas zu erleben, was vielleicht du nicht erleben wirst. Und das ist auch gesund und das ist auch okay. So, was ich damit sagen möchte, Moses ging nicht in die Verheißung. Er aber hat 1000 andere Verheißungen erlebt. Derjenige, der berufen war, das Land Kanaan einzunehmen, war nicht Moses, sondern war Josua. Josua war in dieser Zeit versteckt. Josua war in dieser Zeit nicht sichtbar. Aber die Bibel sagt über Josua, 4. Mose 11, Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener, war von seiner Jugend an. Von seiner Jugend an. Es war jemand, der im Verborgenen bei Moses war. Während Moses all diese Herausforderungen hatte, Josua war da. Aber er hatte noch nicht die erste Stelle. Er hatte noch nicht die wichtigste Stelle. Er war bei Moses und er lernte und er sah, wie er verzweifelte. Er sah, wie er zu Boden ging. Und er lernte und er lernte und er lernte. Es gibt manche Leute, die geistlich neben dir sind und werden weitergehen, als du gegangen bist. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen, aber sie sind da, um zu lernen. Zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Es war eines der größten Schulungen von Josua. Wenn wir Josua Kapitel 1 lesen, dann proklamieren wir sehr oft so, oh, Josua, steh auf, mache dich auf und nehme das Land ein. Führe mein Volk in die Verheißung. Aber wenn wir zurückblickend schauen, verstehen wir, die Geschichte hat mit Josua nicht da angefangen, sondern sie hat im Verborgenen angefangen, hat in der Jugend angefangen, wo er gesehen hat und erlebt hat, wo er gelehrt hat, wo er gelehrt und gelehrt hatte, bis Gott im Geist sah, es ist der Zeitpunkt. Moses, ruhe dich aus. Der Zeitpunkt ist gekommen, in dem ich Josua rausbringen werde, in dem Josua, der verborgen war, jetzt eine wichtige Stelle haben wird. Er wird die Verheißung erfüllen. Wisst ihr, die Verheißung wird nicht durch Fehler ausradiert, aber die Verheißung kann durch jemand anders auch erfüllt werden. So, das bedeutet, die Verheißung, die Moses hatte, von Anfang an, dass das Land in dich in einem Land sein wird, wo Milch und Honig passieren wird. Er selber hat es nicht physisch erlebt, aber im Geist ist es Josua, der bereit gemacht worden ist und der das Land eingenommen hat. Es gibt Verheißungen in deinem Leben, die deine Kinder erleben werden, die nicht du erleben wirst. Aber da die Vorarbeit, die du gemacht hast, die Investition, die Tränen, die Wege, die du gegangen bist, die Schmerzen. Wisst ihr, wenn sie eure Söhne und Töchter sehen werden, wenn sie eure Nachkommen werden sie nur die Nachkommen verstehen, wenn sie deine Geschichte verstehen. Das bedeutet, deine Geschichte ist eine Erklärung für das, was unsere Nachkommen heute sein werden. Sie sind eine Antwort auf neue Sterne, die aufgehen werden, auf neue Berufungen, die aufgehen werden. Es gibt Dinge, die du erreichen wirst, aber es gibt Dinge, die deine Kinder erreichen werden, die du nicht erreichen wirst. Aber die Verheißung stirbt nicht. Den Kampf, den du heute kämpfst, ist nicht nur ein Kampf für dich, sondern du kämpfst für den Segen der nächsten Generationen. Der nächsten Generationen. Wenn die nächste Generation in deinem Leben aufsteht, müssen sie sich erinnern, da gab es Opa X, Opa Y, die gekämpft haben, die einen Weg gegangen sind, den wir gar nicht mehr gehen müssen, weil wir schon im Lande Kanaan sind. Halleluja. Eine Generation starb, aber eine neue Generation ist in Kanaan geboren. Und diese Leute haben das Kanaan erlebt. Sie haben die Verheißung erlebt. Du wirst auch Verheißung erleben, aber deine Kinder werden andere Verheißungen erleben. Wir kämpfen nicht nur für uns. Der Kampf, der Geist, der Rebellion ist nicht nur von hier und jetzt. Gott sieht die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Er sieht die Zeit, bis Jesus Christus wieder zurückkommt. Und in dieser Zeit brauchen wir ein
eine mächtige Generation, die aufsteht. Wir sehen, wie verdorben die Welt ist. Wir sehen, wie der Geist der Rebellion schon anfängt zu wirken. Sie haben Systeme gestellt, um die Kinder zu indoktrinieren, damit sie so denken, wie sie es haben möchten. Aber wir sind darauf bedacht und wir wissen diese Dinge. Und Gott gebraucht eine andere Generation, die Systeme sprengt, die darauf vorbereitet ist, in einer dunklen Zeit immer noch die Flamme Gottes aufzuhalten. In einer dunklen Zeit immer noch Licht zu sein. In einer dunklen Zeit aufzustehen, wo die meisten schon verdorben sind, wo die meisten schon kaputt sind. Und da, wo sie denken, es ist wie so das Prinzip des Pharaos in Ägypten. Er tötete die Kinder, indem er dachte, dass er in dem Sinn Kontrolle haben wird, das System kontrollieren würde, ohne zu wissen, dass ein Moses bewahrt worden ist und von Moses abgesondert worden ist, der ganz Ägypten auf den Kopf gestellt hat. Gott ist derjenige, der Wege gebraucht. Selbst wenn Systeme vorhanden ist, hab keine Angst. Selbst wenn Systeme dir Angst machen, selbst wenn die Realitäten dir Angst machen, es gibt eine Realität Gottes. Gott hat besser geplant. Gott hat besser geplant. Deswegen sagt er, ich habe Pläne des Friedens und keine Pläne des Leidens. Gott hat besser geplant. Halleluja. Sei getrost. Gott hat besser geplant. Und somit verstehen wir, dass die Geschichte zu Ende geht. Viele sind umgekommen. Aber dennoch erfüllt sich die Verheißung mit Josua und mit Kaleb. Die Verheißung kann sich verzögern, aber sie stirbt nicht, weil Gott hinter seinem Wort ist, um sein Wort zu erfüllen. Halleluja. Wenn wir aufstehen können.